Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich richte mein Wort an Sie zum Thema Stahl, aber ich glaube, jede Debatte in der Industriepolitik und Wirtschaftspolitik in der aktuellen Zeit muss weiter gefasst sein, als ausschließlich die Frage der reinen Stahlproduktion zu besprechen. Die Menschen haben zurzeit Angst, wirtschaftlich Angst darum, was mit der Wirtschaft in der Zukunft passiert, was aus ihren Arbeitsplätzen wird. Und viele haben auch den Eindruck, dass die Politik zurzeit die Lage der Wirtschaft und die Zukunft der Arbeit eher verschärft als entlastet. Die OECD hat gerade gestern ihre Wachstumsaussichten für Deutschland redigiert. Sie hat die Wachstumsaussichten für Deutschland sogar halbiert. Deutschland ist weltweit Schlusslicht bei den G20-Industrienationen. Ein Wachstum nur noch von 0,3% wird vorhergesagt. Nur Argentinien unter den 20 größten Industrienationen der Welt ist noch schwächer beim Wachstum als Deutschland. Und insgesamt wurde das Wachstum weltweit nach oben angehoben. Nur Deutschland sinkt ab. Und wir sind weit unter dem Schnitt von 2,9% auch der anderen Staaten. Wir haben eine ausgewachsene Wachstumsschwäche. Und viele haben den Eindruck, dass 2 Jahre rote Ampel dazu geführt haben, dass wir in immer mehr Bereichen die rote Laterne haben. Das Zitat von Stefan Kurz vom Institut der Weltwirtschaft in Kiel bringt es auf den Punkt: Konjunkturell ist viel Sand im Getriebe. Und wenn man einen Spitzenplatz erreichen kann, dann ist es ausschließlich im Bereich der Verteuerung. Wir liegen in der Inflation entgegen anderer Jahrzehnte über dem Schnitt in Europa. Die Inflation beträgt immer noch plus 2,6%. Und die Maßnahmen, die im Bundesrat, denen im Bundesrat nicht entgegengewirkt wird und die SPD-geführte Bundesregierung treibt, eben die Inflation weiter nach oben. Ich erinnere daran, dass die Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme früher ansteigt als geplant. Und ich erinnere vor allem daran, dass die Netzentgelte sich verdoppelt haben. Energie, der entscheidende Faktor für Industrialisierung und gegen die Industrialisierung, wird noch teuer. Die Netzentgelte werden verdoppelt. Das führt dazu, dass Stahl im Saarland so nicht produziert werden können wird. Und das nächste: Dauerstreit in der roten Ampel, was zu tun ist. Wir haben gerade heute Nacht erlebt, dass die Kraftwerksstrategie verabschiedet worden ist. Und es bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Die Zitate sind eigentlich verheerend. Selbst wohlwollende Kommentatoren wie Kerstin André, die ja einer Partei angehört, die an der Ampel beteiligt ist, sie spricht davon, dass nun muss dringend auch Klarheit für Investoren geschaffen werden, sagt Kerstin André. Die Welt, zitiert sie weiter, in der Schule hätte das Urteil wohl gelautet: Thema verfehlt. Die Finanzierung ist nach wie vor offen. Die Ausschreibungszeiten für die neuen Kraftwerke in Deutschland, die so dringend benötigt werden zur Erweiterung der Kapazitäten, sie kommen viel zu spät. Der Verband der chemischen Industrie, Wolfgang Grosse-Entrup, spricht davon, dass das nicht der notwendige große Wurf dafür ist, Versorgungssicherheit für Deutschland zu gewährleisten. Die Funktion des Strompreises führt dazu, dass die Kapazitäten zu gering sind in Deutschland, dass der Strompreis zu groß ist. Und das führt dazu, dass die Rahmenbedingungen dafür, dass Stahl auch in Zukunft im Saarland produziert wird, eben nicht gegeben sind. Und insofern, wenn wir die Lage der Branchen durchgehen, eben hast du, Timo, auch davon gesprochen, zu Recht davon gesprochen, dass ein Großteil vor allem im Bereich Saarstahl und Völklingen in die Automobilindustrie geht. Und wir sehen im Bereich der wichtigsten deutschen Industriebranche, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Wir kommen 2011 von einer Automobilproduktion in Deutschland von 5,9 Millionen Kraftfahrzeugen. Und das Ganze hat dazu geführt, dass wir jetzt 2023 nur noch 3,8 Millionen Autos in Deutschland in der Produktion haben, ein Drittel weniger. Das ist das Niveau aus den 70er Jahren. Wir erleben es im Bereich der Zulieferer. Wir haben bei Michelin gesehen, zu was es führt. Wir hören die Nachrichten bei ZF und dem drittgrößten Standort in Deutschland in Saarbrücken und die Frage, wie es dort eben auch beschäftigungsmäßig weitergeht. Von Ford brauche ich hier gar nicht weiter auszuführen. Die Lage ist ungewiss und die Investorenlösung scheint in weiter Ferne für den Standort. Und vieles von dem ist auch hausgemacht, es ist auch politikgemachte Deindustrialisierung. Und ein Beispiel dafür ist das mutwillige Verbrenner aus von Rot-Grün, durchgesetzt mit Abgeordneten der SPD in Brüssel und Straßburg beschlossen. Ein mutwilliges Verbrenner aus 2035. Auch das hat Folgen dafür, dass Stahl eben weniger nachgefragt ist. Und gleichzeitig erleben wir, dass durch die Förderpolitik der roten Ampel der SPD in Berlin eben auch die E-Mobilität im Erliegen ist. Das heißt, wir haben im Bereich Auto massive Probleme mit den Folgewirkungen für die Wirtschaft in Deutschland und im Saarland und mit Folgewirkungen eben auch für den Industriebereich. Nach dem Auto, die zweite wichtige Branche in Deutschland, ist die Elektroindustrie. Und die Welt hat kürzlich getitelt: Bremsspuren bei der letzten
noch resilienten Industriebranche Deutschlands, Zitat Ende. Und der Geschäftsführer, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Elektro- und Digitalisierungsindustrie, Gunter Kegel, spricht davon, Zitat, die Auftragseingänge sind besorgniserregend und der Rückgang der Produktion im vergangenen Jahr beträgt 2%. Es gibt erhebliche Überkapazitäten und er spricht von einer großen Gefahr, darüber hinaus auch die Klimaziele zu erreichen, weil eben auch entsprechend die Unsicherheit herrscht, Bürokratie zu hoch ist, die Planungssicherheit nicht gegeben ist und auch er spricht von den hohen Energiepreisen, die eine Gefahr sind für die Industrie. Und dann kommen wir zum dritten wichtigen Bereich für uns im Saarland von besonderer Bedeutung, nämlich dem Stahlbereich. Die Stahlproduktion ist auf einem 14-Jahrestief. Wir haben die geringste Stahlproduktion seit der Weltwirtschaftskrise 2008 und die Zahlen sind umso erschreckender, wenn man sieht, dass vor allem im Bereich der Elektrostahlöfen es einen historischen Rückgang gibt. Wir haben die niedrigste Produktion in der Geschichte im Bereich der Elektrolichtbogenöfen, -11%, nur noch 9,8 Millionen Tonnen pro Jahr werden dort produziert. Das ist Folge der hohen Energiepreise, das ist nicht mehr wettbewerbsfähig und deswegen werden wir heute auch Ihren Antrag nicht zustimmen können, weil er eben wesentliche Aspekte außen vor lässt, die wichtig sind dafür, dass eben auch Stahl im Saarland Zukunft hat. Wir haben gemeinsam im November auf unsere Initiative hin einen Antrag verabschiedet, der gesagt hat, Stahl ist Zukunft, wir müssen gemeinsam kämpfen. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, das werden wir auch in Zukunft tun. Und umso unverständlicher ist für uns, warum wesentliche Aspekte noch der gemeinsamen Beschlusslage aus dem Herbst vergangenen Jahres eben nicht mehr Teil Ihres Antrags ist. Sie haben kassiert die damals gemeinsam beschlossene Aufforderung an Bundeskanzler Olaf Scholz, einen Industriestrompreis von 4 Cent einzuführen. Sie haben kassiert die Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Minimum für alle Bürger und Betriebe, nicht nur für Ausgewählte. Und Sie haben nicht mit aufgenommen, eben auch den Einsatz gegen die Netzentgelte. Das heißt, diese Punkte verlassen Sie, die eigentlich schon gemeinsame Position gewesen sind. Deswegen werden wir uns heute enthalten. Und ein entscheidender Punkt, den wir auch ansprechen müssen, die Regierung im Saarland ist zwar gewachsen, es gibt einen Staatssekretär mehr als in der Vergangenheit, aber die Uneinigkeit scheint, obwohl es eine Partei ist, die die Regierung bildet, trotzdem gestiegen zu sein. Ich lasse die Punkte lange Ungewissheit bis zum Förderbescheid außen vor. Ich lasse außen vor, dass der Fahrplan noch unklar ist. Aber für mich unverständlich, warum die Ministerpräsidentin und der Wirtschaftsminister in einer zentralen wirtschaftspolitischen Frage unterschiedliche Auffassungen vertreten, ist für mich nicht verständlich. Herr Barke, Sie haben hier im Parlament an diesem Pult mehrfach davon gesprochen, dass die aktuellen Rahmenbedingungen bedeuten, dass es zu einer Dauersubvention des Stahls kommen wird. Sie sprachen am 15.11. davon, Sie sprachen am 15.11. hier im Parlament davon, ich zitiere, die EU setzt den Rahmen, die saarländische Stahlindustrie wird in den nächsten Jahrzehnten Dauersubventionen erhalten müssen, 15.11. vergangenen Jahres. Sie sprachen dann in der Erwiderung auf eine Aussage des Fraktionsvorsitzenden Toscani davon, dass auf Generationen hinaus es Subventionen bedürfen würde für die Stahlindustrie. Und diese Aussage hat dann die Ministerpräsidentin wenige Wochen später kassiert. Im Interview mit der dpa und der Saarbrücker Zeitung am 21. Dezember sprachen Sie, Frau Redlinger, davon, dass es eben keiner Dauersubventionen bedürfe. Das heißt, in einer wirklich für das Saarland entscheidenden Frage, wie geht es weiter mit den Rahmenbedingungen, mit der Stahlindustrie, gibt es unterschiedliche Auffassungen von der MP und vom Minister. Bringen Sie Konsistenz in Ihre Wirtschaftspolitik und sorgen Sie für Klarheit in Ihren Aussagen. In den anderen Punkten herrscht natürlich Einigkeit, dass Stahl im Saarland eine große Tradition hat, ist außer Frage, dass die IPCEI-Förderung überhaupt erst auch durch CDU-Initiative entstanden ist, steht außen vor, dass es ein gemeinsamer Erfolg ist, dass da 2016 gemeinsam demonstriert worden ist, damit Stahl Zukunft hat, steht außer Frage. Und trotzdem müssen viele Rahmenbedingungen gesetzt werden. Die Frage des Schrottbedarfs, 1,9 Millionen Tonnen, sagt Stefan Rauber, werden pro Jahr bedarft. Das muss geklärt werden. Wir müssen auch bei den Erdgaspreisen wettbewerbsfähig werden. Wir haben heute, das ist der Vortrag gewesen von Stefan Rauber, Platz 4 aller Industriestaaten auf der Welt. Und bei den Strompreisen, ich zitiere auch hier aus dem Vortrag von Stefan Rauber, dem Chef der saarländischen Stahlindustrie, er hat die Zahlen auf den Punkt gebracht, zusammen mit Michael Fischer, mit Stefan A.
Dort stimmten sie überein. 2020 war der Preis einer Kilowattstunde in Deutschland 30 Euro, er ist heute 204, in der Megawattstunde natürlich 30 Euro, er ist angestiegen im Jahr 2022 auf 234 Euro, das ist eine Verachtfachung. In den Vereinigten Staaten war es damals so, dass sogar der Strompreis doppelt so hoch war wie in Deutschland. Also ich wiederhole, es ist heute unvorstellbar, im Jahr 2020, das ist gerade 4 Jahre her, war der Strompreis in den Vereinigten Staaten doppelt so hoch wie bei uns. Heute ist er ein Drittel von dem, wie es in Deutschland der Fall ist. Das Beispiel Schweden hat Stefan Rauber ebenfalls angeführt. Auch dort wird deutlich, wir sind bei Weitem nicht mehr wettbewerbsfähig bei den Energie- und bei den Strompreisen. Das ist die entscheidende Voraussetzung. Und deswegen bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag. Und wir bitten wirklich darum, dass Sie die Punkte, die Sie heute in Ihren Antrag nicht aufgenommen haben, nämlich Industriestrompreis 4 Cent, das Thema Einsatz gegen die Verdoppelung der Netzentgelte, dass Sie das Thema weiterverfolgen bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in Berlin. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.